Das Zusammenarbeiten ist jetzt angesagt. Der Planet muss gesünder werden. Wir können so nicht weiter. Und deswegen lass uns das Wort zusammen im Kopf und im Herzen behalten. Es ist weltweit oder global in jedem Sinne. Also, ich wünsche euch allen viel Sonne im Herzen und auch heute. Danke. Hallo Berlin, ich bin Syrer, ich komme aus Syrien, kurdischer Syrer. Ich und mein Volk und ich demonstrieren seit Februar 2011 gegen das Assad-Regime. Das Assad-Regime, was sein eigenes Volk mit Waffen, mit Panzern, mit scharfer Munition angreift. Das ist menschenunwürdig. Mein Volk und ich wollen nur Freiheit. Wir wollen freie Wahlen. Wir wollen normal leben, wie die Deutschen auch hier normal leben. Wir wollen Demokratie. Wir bitten um eure Unterstützung. Danke und viel Spaß euch. Ihr habt es gehört, die Syrer haben Wünsche, wir unterstützen sie und möglicherweise gehen die Botschaften, die wir hier nach außen tragen, weit in die Öffentlichkeit und erwirken dort ihr Ziel eher als womöglich vor Ort. We in New York and around the United States have gathered to say enough of the devastation of our planet, enough of the devastation of capitalism. Und uns gemeinsam die Produktionsmittel wiederholen, sie gemeinsam demokratisch verwalten und die Kapitalistinnen enteignen. Und dazu möchte ich noch sagen, einen lieben Gruß an die syrischen Solidaritätsaktivistinnen da hinten. Ich finde es super, dass wir hier internationale Solidarität zeigen. Und ich will auch so meine Solidarität bekunden mit Syrien, mit Ägypten. Aber ich möchte auch sagen, es reicht nicht, den Diktator zu stürzen. Es reicht nicht, einfach nur Assad zu stürzen. Denn das Problem ist nicht Assad. Das Problem ist der Imperialismus, der dafür sorgt, dass Assad an der Macht bleibt. Das Problem ist der Imperialismus, der dem Hosni Mubarak in Ägypten gedient hat, und das Problem ist der Imperialismus, dem auch die jetzige Regierung in Ägypten hörig ist. An alle Occupy-Anhänger: Euer Diktator ist der Kapitalismus. Ihr habt auch einen Diktator bei euch, und es ist der Kapitalismus. Lasst uns eure Stimmen hören, lasst uns unsere Stimmen vereinen. Alle Diktatoren raus! Alle Diktatoren raus! Alle Diktatoren raus!
Nachbarschaft. Es geht jetzt folgendermaßen weiter. Wir machen hier wieder eine Weile offenes Mikrofon, circa eine Stunde. Und dann geht der Zug weiter zum Kapelleufer. Ihr alle erinnert euch vielleicht, was da bis vor kurzem noch war. Ja, also ihr könnt euch hier schon mal aufreihen für offene Mikrobeiträge. Es geht dann gleich weiter. Ich wollte noch sagen, Occupy, Akampada, echte Demokratie, jetzt wie auch immer, breitet sich ja seit einigen Wochen und Monaten hier in der Stadt aus. Diese Demonstration ist ein Teil von verschiedenen Aktivitäten, an denen man mitmachen kann. Es kursieren hier auch Flyer, die hinweisen auf Stadtteilassembleen. Und verschiedene Möglichkeiten teilzunehmen. Nehmt das bitte wahr, werdet Teil des Ganzen, weil das alles sind nur Schlagwörter. Es geht darum, dass wir es einfach alle machen. Ja.